Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute gerne mit euch Apfel-Kürbis-Marmelade machen. Bei uns ist ja Kürbiszeit und wir haben im Garten ganz viele Kürbisse. Dazu habe ich 525 Gramm Butternut-Kürbis aus dem Garten. Ich habe 405 Gramm Äpfel, die habe ich auch aus dem eigenen Garten. Ich habe hier 100 Gramm Apfelsaft. Etwas Vanilleextrakt wollte ich gerne mal dabei tun. Und den Gelierzucker. Als erstes werden wir den Kürbis und den Apfel in den Mixtopf geben. Bei dem Apfel war auch noch eine gepresste Zitrone drin, damit er nicht so braun wird. Das Ganze werden wir jetzt 30 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinern und dann hole ich euch wieder dazu. So, Thermomix ist fertig. Dann werden wir alles einmal vom Deckelrand abmachen und einmal mit dem Spatel nach unten schieben. Kommt der Gelierzucker dazu. Dann das Vanilleextrakt. Ich mache da so circa einen guten Teelöffel. Und der Apfelsaft. Dann wird das Ganze jetzt für 15 Minuten auf Varoma, Stufe 3 gekocht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Thermomix ist fertig. Dann zeige ich euch das Ganze mal. So sieht das Ganze aus. Da mir das Ganze noch zu dick ist und zu stückig, werde ich das Ganze jetzt noch mal eine Minute auf der Stufe 10 pürieren. Und dann sage ich mal bis gleich. So, der Thermomix ist fertig. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Sehr schön. Dann nehmen wir einen Scraper und werden mal einmal den Deckelrand einmal ein bisschen sauber machen. So. Zeige ich euch das Ganze mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe mir hier in der Zwischenzeit die Gläser heiß ausgespült und werde das Ganze jetzt umfüllen. So. Dann ist wichtig, die Gläser immer direkt verschließen und auf den Kopf zu stellen. So lasse ich die jetzt einfach auskühlen, dann drehe ich die Gläser wieder um, dann werde ich die schön dekorieren und dann mache ich euch da auch nachher noch ein Foto von. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachmachen, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und unten in der Infobox findet ihr meine Facebook-Gruppe. Schaut da gerne mal vorbei, da gibt es immer wieder neue Rezepte und da würde ich mich freuen über euren Besuch und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!